Lädt gerade noch und dann. Ich habe keine Infos für euch am Anfang des Videos. Das kommt selten vor. Heute geht es wieder um drei YouTuber, die ihren eigenen Kanal ramponiert haben. Also wie und warum das passiert. Er hat halt mein Format einfach geklaut, ne? Man kann es einfach nicht anders sagen. Das ist halt drei abgestürzte YouTuber einfach, ne? Muss halt er selber für sich entscheiden, ob er das gut findet, so, ne? Kann ich ihm die Entscheidung nicht abnehmen. Nachmachen auf eigene Gefahr? Erster YouTuber. Clemens Alive hat 424.000 Abonnenten und macht im Moment so zwischen 2.000 und 6.000 Aufrufe. Es ist gar nicht so leicht zu entziffern, was der gute Mann damals so getrieben hat. In einem Video geht es um die Begegnung mit Aliens und dann im nächsten auf einmal um Mädchen in der Periode. Beides ist sehr mystisch, ja, aber da ist halt kein Konzept erkennbar. Das nächste Video sind dann Arten, wie Menschen lachen, was natürlich auch sehr passend ist. Seine Videos waren alle komplett random und hatten keinerlei Zusammenhang. Kann man machen, du hast muss ihn man geschaut, aber. Oh Mann, ja. Hat den Vorteil, dass man sich komplett frei entfalten kann und einfach random Video droppt, worauf man gerade Bock hat, ohne dass die Community sich wundert. Der Nachteil. Ja, also ich muss sagen, ich habe Clemens Alive übrigens auch schon in dem Video gehabt, du kleiner Nachmacher. Ich sehe das Ganze halt so, also Clemens Alive fand ich schon immer mega cringe vom Humor her. Ich habe den sogar mal im Real Life getroffen, ich weiß gar nicht warum. Der war irgendein YouTube-Event, ich glaube in Bremen oder so, und wir haben in Braunschweig übernachtet. Das war vor 4 Jahren oder sowas, das ist schon mega lange her. Da war ich noch nicht mal mit Gina zusammen. Da hat auch eine von den Schweizern, gut, die kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, aber Anna hat da bei mir geschlafen. Lief leider nichts, aber naja, was soll man machen, habe ich mir halt einen runtergeholt neben ihr. Da hat die halt bei mir gepennt und wir waren halt. Die anderen haben hier halt so ein Airbnb gehabt und dann sind wir halt abends auch feiern gegangen und so. Da war er eigentlich relativ cool drauf, muss ich sagen. Das ging halt voll fit. Aber ja, ich finde so seinen ganzen Humor, der Typ ist halt cringe as fuck einfach so. Der ist halt wirklich unangenehm. Also auch, ich glaube, so eines der ersten Videos, die ich so gegen YouTuber gemacht habe, waren auch gegen ihn, weil er halt einfach cringig ist. Hat sich auch bis heute nicht geändert, die Meinung. Also ich finde den richtig schlimm. Ist, man spaltet seine Zuschauergruppen. Sagen wir mal, er haut ein Mystery-Video raus. Abonnieren ihn die Leute dafür. Wenn es dann plötzlich um ein bayerisches Bierzelt geht, abonniert ihn eh keiner für, aber ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Die Leute abonnieren ihn halt für bestimmte Themen. Wenn die dann nicht mehr kommen, sind die Leute auch wieder weg. Sollte man eigentlich auch schon damals an den Klicks erkannt haben. Heißt. Naja, muss ich sogar tatsächlich sagen, sehe ich halt überhaupt nicht so. Ich finde, ein großes Themenspektrum anzusprechen, finde ich halt persönlich nie verkehrt. Ich sag mal zum Beispiel, das ist auch das, was ich bei so Leuten wie Just Nero auch kritisiere. Der macht ja wirklich nur Minusblog. Also der hat ja nicht ein einziges anderes Format. So, wenn du jetzt mal hier so drauf guckst, also klar, er liest halt manchmal Kommentare vor gut, aber ist jetzt auch nicht weiter besonders. Ich habe mir übrigens hier so ein Heft gemacht, wo ich jetzt immer raufschreibe, welche Themen ich bespreche. Hate-Kommentare 2 muss auf jeden Fall noch kommen. Das muss ich mir kurz aufschreiben, nicht, dass ich das vergesse. Och, Digga, der scheiß Stift geht immer nicht. Hate-Kommentare. Sehr gut. So, genau. Er hat halt so gar kein anderes Format. Er hat halt nur Minus-Blogs. Und ich muss sagen, das finde ich persönlich bei ihm halt langweilig einfach so, weil halt einfach keine Abwechslung kommt. Es kommt halt immer das Gleiche. Jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal mich als Beispiel, weil bei Clemens, keine Ahnung. Bei mir ist es ja so, gut, momentan mache ich halt auch nur meine Vlogs, lustigerweise, weil ich halt gerade irgendwie 10.000 Themen habe. Aber normalerweise bringe ich ja jetzt noch Kaffee und Kuchen, ich bringe halt hier die Fails-Format, ich habe noch die Cake-News und so weiter. Also man hat einfach ein breit gefächerteres Dings. Ja, Kuchen TV Music 1, meine Freunde, ist nur der Track, den ich für mich erstellt habe für Content-ID und da wollte ich gucken, ob das geht. Genau, bei Just Nero ist das halt gar nicht der Fall und ich finde, es ist erstmal nicht schlecht, wenn du halt also viele Themen ansprichst oder auch viele Formate hast. Natürlich gibt es immer Leute, die das eine feiern und das andere halt nicht gucken. Kuchen TV Music 1, Legende. Zum Beispiel bei mir ist es ja genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel so Kaffee und Kuchen hochlade, so dann hat das deutlich weniger Klicks als jetzt ein Kuchen-Talk, so, ne? Weil das halt nicht viele oder nicht alle Leute interessiert. Da bin ich halt froh, wenn das 60.000 Klicks hat, so. Aber ich mache das halt gerne, ich habe einfach Bock drauf, so. Oder auch zum Beispiel die Fails-Formate kriegen auch halt weniger Klicks, so. Aber insgesamt ziehst du halt mehr Leute auf deinen Kanal drauf und die befassen sich ja trotzdem meistens immer mit dem Content. Und klar wird es jetzt auch Leute geben, auch bei Clemens Alive, die halt sich vielleicht eher so für diese sexuellen Themen, sage ich mal, interessieren, aber vielleicht gucken die halt trotzdem mal rein und es gibt auch viele, die ihn wegen der Persönlichkeit feiern und so. Und keine Ahnung, bei mir ist es ja noch zusätzlich so, bei Kuchen Talks, da kommt es ja auch mega auf das Thema und da bin ich ja auch breit gefächert und bei mir läuft es ja trotzdem. Also ich bin ja eigentlich so das Gegenargument dagegen, dass es halt schlecht ist, wenn man breit gefächerten Content macht. Ist aber nicht, dass man sich auf YouTube nicht frei entfalten kann oder sollte. Dafür braucht man nur eine Sache. Eine interessante Persönlichkeit. Wenn man so viel Personality wie ein volles Katzenklo zeigt, schwierig.
oder man unterhält halt einfach. Dann geht das auch. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Video Die teuersten Häuser der Welt. Was diese Immobilie wert ist? Schätzungsweise 125 Millionen US-Dollar. Sieht schon nett aus. Aus der Portokasse. Nehmen Sie auch bar oder geht das bei Ihnen nur mit Kreditkarte? Ha? Digga, sag mal Digga. Digga, sag mal. Komm Digga, sag jetzt. Nun gut, mag jetzt den einen oder anderen geben, ja, der das lustig cringe, gefunden hat. Ich jetzt nicht so. Aber das ist ja auch schon ein Weilchen her. Mittlerweile fast 6 Jahre. Da müsste man ja so eine gewisse Form der Steigerung jetzt feststellen können. Wenigstens so ein kleines bisschen. Weißt du, dieses Bar und Karte, da hätte man noch sagen können, okay, ist ein Witz, kann man machen, alles cool so. Aber dann siehst du, Digga. So, ja, okay, komm runter, Bruder. Schauen wir in die ersten Sekunden seines zuletzt erschienenen Videos rein. Ich wollte für mich schon immer mal wissen, wie lange brauche es, wenn ich oben Nahrung reintue. Digga, der ist mega fett geworden, Mann. Ich muss einfach mal sagen, Mann, der ist mega fett geworden. Guckt den euch an, Alter. Junge, der wiegt ja 500 Kilo, ist ja Tanzverbot 2. Bis es unten wieder rauskommt. Und gut, ja, das hat dann wohl doch nicht geklappt mit der Entwicklung. Versuch's mal mit einem Level-Up durch Freundschaft. Hat man den gecheckt? Ich hoffe nicht. Seine letzten Videos drehen sich alle um Saft. Aber immerhin hat er jetzt ein Konzept gefunden. Der gute Mann wollte nämlich fasten. Hat er dann auch für ganze 5 Videos durchgezogen. Mensch, was für ein Erfolg. Das ist echt spannend. Man könnte, wenn man das Video nicht gesehen hat, vermuten, dass der gute Mann so ein wenig inkonsequent ist. Ich hab's nicht gesehen, weil kein Bock mir 10 Minuten anzuhören, dass jemand nach 10 Tagen aufgehört hat, Saft zu trinken. Sagen, dass er inkonsequent ist, kann ich aber trotzdem. Von seinen letzten 12 Videos drehen sich 3 darum, dass er wieder regelmäßig Videos macht. Fing mit dem Video Still Alive, Clemens Alive wieder regelmäßig 2019 an. Darauf folgte ein spricht man das so aus? Meme-Video halt. Ihr kennt es vielleicht, dieser spanische Comedian, der 2 Minuten lacht und irgendwas brabbelt. Das wird dann mit Untertiteln versehen, die anpassbar sind, weil sowieso keiner versteht, was er da sagt. Und das ist ja, ultra unlosig, keine Ahnung, war 2012 gesehen. Noch lustig. In den Untertiteln ging es um sein letztes Video, in dem es um regelmäßige Uploads ging. Ja, 2 Wochen später war es dann endlich soweit, die Regelmäßigkeit hat zugeschlagen. Verstehe ich aber auch irgendwo. 10 Minuten kaum geschnitten in die Kamera faseln, braucht halt seine Zeit. Dieses Mal ist unser Konsequenzminister mit einem Frage- und Antwort Bewegbild rausgemacht. Ich habe so eine Steckdose. So ein Mehrfachstecker, wartet mal kurz. Scheiße. Oh Mann, die liegt aber auch echt rum. Ja, jetzt sehen wir hier auf jeden Fall meinen Twitch. Hallo Leute. Das ziehen wir hier wieder rüber und dann geht das wieder ganz normal weiter. Es geht um ein Format, das zurückkehren soll. Achtung, großer Schock. Es ist nach über einem Jahr immer noch nicht zurückgekehrt. Es folgte eine Reaction, ein Gaming-Video und ein 30-minütiger Sermon, dass er jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann ist. Mit Ankündigung, dass es jetzt einen neuen Kanal gibt, auf dem erfolgreich gedacht wird. 550 Subs. Für 3 Videos in 8 Monaten. Kann man auch mal machen. Ich für meinen Teil bin mir aber nicht so sicher, ob ich mir ein Video von dir anschauen würde, in dem du uns, Zitat, den Unterschied zwischen Träumern und Machern erklärst. War dann auch wieder vorbei mit der Glaubhaftigkeit, als es in den ersten 12 Sekunden um Disziplin ging. Wasser predigen und Wein trinken ist halt immer so eine Sache. Es gibt da aber noch so eine ganz kleine weitere Ungereimtheit, die mir auf seinem Business-Kanal aufgefallen ist. Dafür schauen wir uns seinen Kanalbanner an. Werbefrei dank eurer Unterstützung. Mit einem Pfeil in Richtung, ich weiß nicht genau, wo der drauf zeigen soll. Ich wage sowieso zu bezweifeln, dass der Kanal werbefrei ist, wegen einer Seite, die nicht funktioniert, wenn man draufklickt, oder wegen dem einen Patreon, den er hat. Ich habe da so meine Theorie, warum der Kanal werbefrei ist. Vielleicht, weil man gar keine Werbung schalten kann, wenn man unter 1000 Abonnenten hat und keine 4000 Stunden Watchtime. Ja? Naja, aber trotzdem, ich würde dir ja gerne $499 für ein paar... Boah, Junge, was, Alter. Freue mich, dich kennenzulernen, mein Schöpfer. Einfach, weil du es kannst, alle Vorteile aus Botschafter. Business-Tipps in den Rachen schmeißen, aber sorry, YouTube gönnt halt im Moment nicht. Aber hey, nur noch 100 mal so viele Patreons, dann gibt... Hat er seine Einnahmen gezeigt? Aber sorry, YouTube gönnt halt im Moment nicht. Nee, schade. Aber hey, nur noch 100 mal so viele Patreons, dann gibt es auch 2 Videos die Woche, weil dann stellt er jemanden für YouTube ein. Wird nur leider schwer, wenn man 8 Monate nichts postet wegen ausbleibendem Erfolg. Immerhin hast du für 3 Tage durchgezogen. Ich glaub an dich, das packst du noch irgendwann. Es ist halt nicht so, als hätte er die Chance überhaupt nicht gehabt. Digi, du hast ein Video mit 7,3 Millionen Aufrufen rausgehauen. Wie knüpft man jetzt daran an? Weiter durchziehen mit dem... Das war übrigens auch mega cringe, das Video. Ich weiß gar nicht, warum das so gut geklickt wurde. Mart, die Qualität steigern, weil es das ist, was die Leute sowieso sehen wollen? Nee, alles doof. Ich hab's in einem angepinnten Kommentar sagen, dass es bald wieder weitergeht auf dem Kanal.
Du kannst es dir nicht mehr ausdenken, oder? Brauche ich euch nur erklären, warum er abgestürzt ist? Ein Tipp für dich, Clemens. Halt dich doch einfach mal an deine eigenen Tipps, dann werden es vielleicht auch wieder mehr als 30.000 Klicks pro Monat. Kommen wir von jemandem, der nicht durchgezogen hat, aber es gerne wollte. Ja gut, auf jeden Fall, da muss man aber sagen, Clemens hat auch mal so ein komisches Businessprogramm irgendwie da beworben, das habe ich nämlich kritisiert. Also hätte man ein bisschen recherchiert, hätte man das auf jeden Fall noch drin haben können. Da fehlen auf jeden Fall ein paar Informationen, wenn man sich selber auskennt. Ja, was soll man sagen, ich sehe das halt genauso wie Nero. Ich verstehe mal nicht, warum Leute sagen, ja, ich komme halt jetzt back und ich mache wieder Videos und dann hört man auf. Also ich wüsste bei Clemens Alive wirklich super gerne, extrem gerne, wie der finanziell dasteht so. Weil, also der arbeitet ja anscheinend, also der kann ja nicht von YouTube leben, so, das geht ja nicht. Weiß nicht, hat er sich während seinem Fame irgendwas Krasses gekauft oder gut investiert oder so, dass der jetzt Millionen hat, dass ihm das egal sein kann? So, also ich verstehe aber auch nicht, wieso du sagst, jo, ich mache jetzt YouTube und 3 Tage später hörst du wieder auf. So, also da hast du ja gar keinen Bock gehabt, Videos zu machen, dann lass es doch komplett. Was dachte er denn, dass sein Business-Kanal direkt die 1 Million Abonnenten knackt nach 3 Videos oder was? Zu jemandem, der durchgezogen hat, aber es eigentlich nicht wollte. Kennt noch jemand von euch Zabex Blog? Später unbekannt unter dem Namen Soli Zabex oder auch der moppelige Junge von nebenan, der nicht weiß, wohin mit sich? Das ist er, unser damaliger Kanal Predator, der heute immer noch Videos macht. Der Junge hatte es eigentlich geschafft. Bei ihm lief. Zwar durch 500 Videos über Lilano, aber es lief. Zu seinem Karrierehöhepunkt hat er es geschafft, fast 5 Millionen Klicks in einem Monat zu farmen. In dem Monat hat er auch 37.000 Abonnenten gemacht. 37.000. Das sind mehr Abonnenten in einem Monat, als er gerade hat. Junge, was hast du gemacht? Sein größter Erfolg der letzten 2 Jahre war ein Gastpart und eine Community-Post-Erwähnung von mir. Was hat dieser Dickmolch, außer sich hemmungslos bei McDonald's vollzufressen, getrieben? Wie kann man? Gut, ich hoffe aber, dass er das jetzt so ernsthaft macht und nicht so trollmäßig, weil auch, also ich finde es bei Zabex sogar ziemlich spannend, wie der abgestürzt ist, vor allem auch mega lustig. Das Ding ist ja, Zabex hat ja diese Videos über Lelano gemacht, so 10 Stück, das war da, wo Lelano auch so um die 60.000, 70.000 Abonnenten hat und Zabex hat auch mal gesagt, dass es abgesprochen war mit den Videos und so. Und dann hat er halt diesen Hype bekommen. So, und weil diese ganzen Leute sich natürlich nur für Lelano interessiert haben, weil er nur Lelano gebracht hat zu der Zeit, ist sein Kanal danach einfach mega abgestürzt, weil seine Zuschauer, also die Leute, die ihn abonniert haben, weggegangen sind. Und die Leute, die ihn halt da abonniert haben in der Zeit, haben seine Videos nicht geguckt. Die Abos sind weniger geworden, dadurch ist der Kanal extrem abgestürzt. Was ich so lustig finde, weil er hatte diesen Hype ja irgendwie 2 oder 3 Wochen und hat in der Zeit auch mal sowas gepostet wie, ja, ihr seid alle neidisch, so, das habe ich mir verdient, weil ich hier so lange durchziehe und so, gönnt mir doch mal, so. Und er hat dann einen Monat Hype und stürzt wieder ab und vorher pusht er sich noch so, ja, ich habe das verdient und so, na, jetzt läuft endlich mal bei mir und dann, du. Ich check grad gar nicht, was dein Problem ist so wirklich. Ich ernähre mich gesund. Ich gehe jeden Tag zum Sportmann. Laufe jeden Tag meine 15,5 Kilometer. Ja, ich achte auch darauf, mich low carb zu ernähren tatsächlich. Jesus Christus, ey, vergib mir. Ich trinke keinen Alkohol. Also quatsch mich nicht voll, du Internet-Kasper, Mann. Ja, hi. Vielleicht kennt mich ja noch jemand hier. Ich bin Zabex, so heiße ich übrigens auch auf Instagram. Das ist schon absolut unlustig und cringe, ja, muss ich auch sagen. Was soll ich sagen? Ich hatte den Hype, ich habe es in den Sand gesetzt. Ich habe halt damals mit diesen Videos über Lilano, damals noch Alec, angefangen, weil das war halt ein ziemlich brisantes Thema und da habe ich auch noch diese coolen Meinungsblogs gemacht und es hat dann relativ viele Klicks abgeworfen. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich mich nicht von der Klickgeilheit habe leiten lassen. Habe dann halt immer wieder kontinuierlich Videos über ihn rausgehauen, habe seinen Snapchat gestalkt und immer wenn da wieder irgendwas war, habe ich darüber ein Video gemacht und die Klicks sind halt immer und immer mehr gestiegen. Was Nero gesagt hat, von wegen irgendwie 37.000 Abonnenten dadurch gemacht, ist nicht ganz richtig. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, in 1,5 Monaten
weiß ich nicht, ey, 15.000 Abonnenten habe ich, glaube ich, dadurch gemacht. Problem ist halt, wenn man nur Videos über ein Thema macht oder über eine andere Person, dann gucken die Leute die Videos nicht wegen einem selber, also wegen dem YouTuber, der diese Videos produziert, sondern die gucken die Videos ausschließlich, weil es Beef gibt, weil die Person, die in den Videos vorkommt, interessant ist. So ein Ding ist das. Aber es war halt ein geiles Gefühl, ey. Ich war in den Trends, Digga, ich habe übelst viele Klicks mit dem Scheiß gemacht. Als ich dann aber aufgehört habe, die Videos über Lil Lano zu machen, weil ich nach einer Zeit auch einfach keinen Bock mehr hatte, und andere Themen behandelt habe, dann sind die Zuschauer auch so schnell wieder weg gewesen, wie sie da waren. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Im Endeffekt kann ich sagen, es war eine interessante Zeit so. Interessante Zeit, 3 Wochen. Einfach mal zu sehen, wie sich das anfühlt, wenn man auch relevant ist und in den Trends ist oder was auch immer. Gerade im Real Life irgendwie Leute, die sonst einen Scheiß auf einen geben, haben mich auf einmal angesprochen. Ich wurde übertrieben oft in der Öffentlichkeit erkannt. Das ging mir nachher schon übertrieben auf die Ketten. Wenn ich bei McDonald's chill, ja, und ich fetze mir da meine 5 Big Macs und meine 120 Chicken Nuggets rein, dann will ich nicht, dass mich irgendwelche Leute beobachten und anglotzen, als wäre ich irgendein Tier in irgendeinem Zoo, okay? Ich will keinen Ruhm, ich will meine Ruhe. Ja, um mir mal den guten Morten zu zitieren. Das Problem bei mir ist halt auch einfach bei YouTube, dass ich immer einfach nicht durchgezogen habe. Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es halt auch nicht so. Und das war halt immer mein Problem und ich wusste auch nicht so contentmäßig, in welche Richtung ich will. So diese Meinungsblogs feiere ich gar nicht mehr irgendwie und auch so mich dauerhaft damit zu beschäftigen, was jetzt irgendein YouTuber macht oder auch dieser Madeira-Beef und so. Ich wollte erst ein Video drüber machen, aber ich dachte mir, Wayne, einfach nur Lachs, Mann. Und jetzt mache ich halt so random Kram. Ich mache im Moment ein bisschen Mucke, auch auf Spotify und lerne gerade so ein bisschen das selber abzumischen. Auf meinem Kanal mache ich so viel random Stuff einfach, keine Ahnung, einfach was ich witzig finde so. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich mit einem Kollegen besoffen Begriffe erratet habe oder wo wir uns einfach Schnurrbärte angeklebt, so die Kochmützen aufgesetzt haben, uns übelst abgeschossen haben mit Wein, dann haben wir so eine Meme-Pizza gemacht. Sehr lustiges Video, kann ich nur empfehlen, also alles euch das anzugucken. Was soll ich sagen, Alter? Nero wollte, dass ich hier für einen Part mache. Ja, mein Kanal ist abgekackt. Blöd, hätte man besser handeln können. Aber im Endeffekt denke ich... Was, das war ein ultra langweiliges Tattoo an der Seite eigentlich. Genau, so der letzte bisschen Rest an Leuten, die mich jetzt noch gucken, die gucken mich halt für mich so. Und da kann ich mehr oder weniger hochladen, was ich will und die feiern das wahrscheinlich trotzdem. Und das finde ich dann geiler, als wenn man immer irgendwie mit dem Strom schwimmen muss oder gezwungen ist, über das und das Thema Videos zu machen, weil sich sonst kein Schwein für einen interessiert. So. Im Endeffekt so, mir geht YouTube auch echt am Arsch vorbei, muss ich sagen. Das ist echt ein kleiner Bestandteil meines Lebens. So, wenn ich Bock habe, hustle ich da mal irgendwas raus und wenn nicht, dann nicht. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. So virtuelle Zahlen, das hier gucken bei mir im Moment echt relativ. Ich hätte schon Bock so, da ein bisschen Patte mitzumachen. Also ich muss halt sagen, also ich finde ja Just Nero schon langweilig, ne? Nichts gegen Just Nero so, aber Zabex übertrifft diese Langweiligkeit ja nochmal enorm. Also er hat jetzt so gut wie keine Aussage darin gehabt. Er hat sich halt 5-mal selber gepusht und hat um das eigentliche Thema, das er abgestürzt ist, vielleicht so 20 Sekunden gesprochen. Machen, davon, ja, davon zu leben ist vielleicht übertrieben, aber einfach ein paar... Jungs, erstmal machen wir ein Internet-Bro-Fist, okay? Alle legen jetzt ihre Faust dahin, komm, Internet-Bro-Fist, Alter. Ja, schön mir die Bro-Fist geben, Alter. Ja, Digga, korrekt, Jungs. Ja, geil, Alter. Mehr Zuschauer zu haben, aber dafür muss man dann halt auch kontinuierlich raushasseln und coole Ideen haben. Oder einfach wie Nero über irgendwelche anderen YouTuber Videos machen und auf den Nacken von anderen sein. Er hätte das ja wenigstens mal zentrieren können, dass es in der Mitte ist, oder? Also ich meine die obere jetzt, also dass das... Das ist ja quasi wie so ein Absatz, weil sie kacke aus. So, das obere hätte in der Mitte sein können und das untere kann so bleiben einfach. Im Zusammenfarm. Wayne, Kuss. Wer weiß, ey, vielleicht habe ich irgendwann einen Gedankenblitz und habe eine Idee und mache ja, so viele Klicks und bin dann Fame und cool und darf dann mit den ganzen YouTube-Stars chillen. Oder es wird halt nichts und ich verfall weiter in Depressionen und gehe irgendwann an meinem Alkoholproblem drauf. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. In dem Sinne, wenn ich mich hier schon für Nero hinsetze, ich mache noch ein bisschen Eigenwerbung. Check meinen Kanal aus, folge mir auf Instagram, folge mir auf Soundcloud, folge mir auf Spotify. Vielleicht, wenn da ein paar Leute kommen, hasse ich ein bisschen mehr raus, vielleicht lasse ich es auch bleiben. Ja, das weiß man nicht, vielleicht kommt 3 Jahre nichts mehr, vielleicht kommt noch jetzt jeden Tag was. Ich muss dazu sagen, dieses Jahr war ich ein bisschen aktiver. Ja? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, ich verstehe sowas immer nicht, Mann. Das Ding ist, das ist genau das, warum ich kaum Gastparts in meinen Videos habe, muss ich tatsächlich zugeben. Also, keine Ahnung. Schreibt einfach mal rein. Kerze an, wenn ihr den Gastpart von Cybex gut fandet und Kerze aus, wenn nicht. Schreibt eure eigene Meinung rein. Ich persönlich fand die mega kacke so. Einfach, weil das komplett langweilig war. So, und ich kann mir auch schon vorstellen, wie dieser Gastpart halt entstanden ist. Also entweder Nero hatte einfach keinen Bock, das zu machen. So, oder wollte halt Cybex nicht so krass fronten oder so. Meinte so, jo, Cybex, hast vielleicht Bock, das zu machen. Nimm einfach irgendwas auf so. Und dann hat er das auch gemacht, er hat irgendwas aufgenommen so. Also, jetzt nichts gegen Just Nero so, aber ich hätte das nicht hochgeladen, Mann. So, und das ist halt genau der Grund, warum ich auch wenig mit Leuten zusammenarbeite.
Weil ich finde auch gerade so übers Internet und so weiter, finde ich das generell immer richtig schwer, da wirklich so ein geiles Video so zu zweit oder so zu machen. Außer vielleicht, man schreibt das Skript zusammen. Weil ganz ehrlich, das ist halt so, das hat das Video halt einfach nur runtergezogen, meiner Meinung nach. Das hat das Video jetzt für mich persönlich, ne, ist ja nur meine Meinung so, einfach nur runtergezogen. So, das war halt, also drei Viertel davon war einfach nur, dass er Abos will. So, das hätte man halt weglassen können. Weißt du, deswegen, das ist ja auch, ich kenne ja auch ganz viele Gastparts von Da Vinci und sowas reinholen. Ich muss auch sagen, die Videos mit denen waren auch deutlich langweiliger, als wenn ich das alleine mache. So, dann lasse ich den halt weg. Ich weiß nicht, ja, bei Zabex war halt auch das Ding, der hat dann halt seinen Kanal übrigens liegen gelassen. Da machen wir hier nochmal ein paar Funfacts mit KuchenTV. Der hat seinen Kanal dann liegen gelassen gehabt und hat einen neuen aufgemacht. So, weil Zabex halt nicht mehr lief, der war halt kaputt gemacht, der vom Algorithmus her einfach, weil halt die ganzen Leute weggegangen sind. Wo ich auch sagen muss, das war mit Abstand das Dümmste, was er je hätte machen können. Und er hat mal so ein Video gemacht gehabt, das war irgendwie vor 2 Jahren oder sowas. wo er darüber gesprochen hat, dass er halt jemanden gefragt hat aus der Meinungsblogger-Szene, ob der ihn pushen kann, weil der halt immer so Videos gemacht hat, wo der halt kleine Kanäle vorgestellt hat. Und dann meinte der Typ halt so, nee, deine Videos sind halt scheiße. Und deswegen hat er so ein Video gemacht, wie kacke doch die Meinungsblogger-Szene ist und wie verlogen und so und dass wir alle falsch sind. Da gibt's auch noch ein Video auf iKuchen zu. Oh, das gucke ich mal kurz, ob ich das finde. Und, genau, das war halt Feiergoden, er hat halt Feiergoden gefragt und Feiergoden hat Nein gesagt und hat sich halt deswegen beschwert, so, weißt du, und die Videos von ihm sind aber auch einfach kacke, so, und er beschwert sich, weil er ihn nicht pusht, wo ich mir auch so denke, Junge, mach doch erstmal vernünftige Videos. Also ich habe bei ihm auch tatsächlich mal wieder reingeguckt, iKuchen-Blog Zabex, keine Ahnung, ist die Minusblogger-Szene, wie Zabex das sagt, heißt das Video, ja, Mann, Digga, ich muss unbedingt mal wieder zu diesem See fahren, glaube ich, der ist ja Hammer, oder, der ist einfach der geilste See ever, ey. Wie ich da rumgelaufen bin, oder? Mitte 2018 war jetzt nicht meine schönste Zeit, was das angeht, aber kann man auf jeden Fall machen, ey. Hübscher Boy. Ja, genau, bei Zabex sehe ich das Problem. Einfach, wie er schon sagt, er macht einfach das, worauf er Bock hat. Er hat nicht wirklich einen Upload-Plan oder was er so wirklich hochladen möchte, sag ich mal, und deswegen sind die Videos halt wirklich einfach nur langweilig. Also auch die Videos, die er vorträgt, zum Beispiel das habe ich mir angeguckt, das fand ich eigentlich ganz gut, aber auch da war es mir zu sehr drumherum geredet einfach so, da hatte ich keinen Bock drauf. Mädel, Leute. Ist das ein neuer, richtiger Kanal? Ich weiß gar nicht, nee, ich habe keine Ahnung, Alter. Soli, glaube ich, oder so, ne? Da lädt er halt auch sehr viel so Soli, lol. Natürlich direkt Minecraft, Alter. Soli. So? Ah, der hat er umbenannt. Dann hat er irgendwie die Videos gelöscht oder so, keine Ahnung. Ja, aber das sind halt so richtig random Videos irgendwie, die, keine Ahnung, ist klar, dass das kaum einer feiert, die oder? Übrigens trotzdem. Schaut bei ihm vorbei, der macht echt lustige Videos. Außerdem hat er eine Katze. So, letzter YouTuber Videos für heute. Es gibt da jemanden, Nero, der heutzutage dafür bekannt ist, dass er unbekannt geworden ist. Paradox, ich weiß. Trotzdem wird jeder wissen, um wen es geht. Commander Krieger. Ja, aber irgendwie ich kann euch nur. Mir wirklich leid, was ich kann euch halt auf jeden Fall nur den Tipp geben. Also, jetzt ist es natürlich nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass Leute jetzt wegen das Video nicht gucken oder so. Aber nehmt nicht aus Zwang Gastparts rein, nur weil es eure Freunde sind oder so. Sondern wenn Gastpart scheiße ist oder die Leistung kacke ist von irgendjemandem, dann sagt ihm das und ladet das nicht mit hoch. Wie gesagt, das macht das Video nur schlechter. Und sein Kanal passiert ist. Genau wie Clemens macht er zwischen 2.000 und 6.000 Aufrufe pro Video. Allerdings hat er sogar fast 750.000 Abonnenten. Das ist eine Minimal-Klickrate von 1:375. Zum Vergleich wären das bei mir so ungefähr 500 Aufrufe pro Video. Das sah aber nicht immer so aus. Ganz im Gegenteil, bei ihm lief es sogar richtig gut. Meines Wissens nach war er sogar einer der erfolgreichsten COD-YouTuber in Deutschland überhaupt. Wer kann schon von sich behaupten, dass sein MW2 1500 Abo-Special 640.000 Klicks zieht? Solche Klickzahlen waren bei seinen damaligen Commentaries nicht mal eine Seltenheit. Was ist da passiert? Warum läuft es nicht mehr? Im Gegensatz zu Clemens zieht er halt auch voll durch, daran kann es also nicht liegen. Man könnte jetzt argumentieren, dass Call of Duty immer mehr an Beliebtheit verloren hat mit der Zeit, aber mal im Ernst, schaut euch Haptic an. Er ist COD treu geblieben und zieht nach wie vor pro Video zwischen 200.000 und 500.000 Aufrufen. Nun gut, Haptic ist halt unterhaltsam und sorry, unser Commander ist die Definition von Langeweile. Ist halt subjektiv und ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Ne? Ich gehe einfach mal davon aus. Falls ihr ihn damals mal geschaut habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, woran es liegt, dass ihr ihn jetzt nicht mehr verfolgt. So richtig bergab ging es eigentlich ab da, als er angefangen hat, andere Spiele zu spielen. Und ganz ehrlich, ich verstehe die Entscheidung voll, nicht immer dasselbe Spiel spielen zu wollen. Problematisch dabei ist nur, wenn man dich für COD abonniert hat und nicht wegen dir selber. Ist halt wirklich eine blöde Situation. Aber wer kann sich denn bitte alle paar Tage Videos von der Langeweile in Person geben, die zum größten Teil zwischen 30 Minuten und 2 Stunden lang sind?
Wenn dazu auch noch Titel und Thumbnail wirklich so null ansprechend wirken, schwierig. Da könnte man sich wenigstens etwas mögen. Commander-Krieger-Einsatzzentrale, Alter, ist doch mega spannend. Sein Gesicht einfach nur hinterm Greenscreen. Digga, wie viel Arbeit steckt da drin in dem Thumbnail, Alter? 30 Stunden? Boah. Mittlerweile scheint es eher so, als würde er YouTube als Reiselogbuch verwenden und zur Dokumentation seiner Tauchgänge, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er die Hoffnung auf Erfolgsrückkehr langsam wirklich aufgegeben hat. Aber ganz ehrlich, lieber solche Videos machen als gar keine. Ein paar Zuschauer hat er ja noch. Vielleicht ist es ja auch interessant für dich, Videos einfach in ruhiger Runde zu machen. Der Part ist irgendwie kurz geworden, aber ich weiß halt wirklich nicht, was ich noch zu ihm sagen könnte. In diesem Sinne, die Moral von der Geschichte, Commanders Videos schaue ich nicht. Naja, aber da muss ich auch eigentlich sagen, also das wirkt auch so ein bisschen wie, na, das Skript war fast fertig, deswegen strenge ich mich jetzt nicht mehr an. Und dann war es das. Also ich finde, man kann gerade über Commander Krieger, was das angeht, eigentlich 10 Stunden reden. So, der Grund, also würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich habe ja auch genau ihn in meinem Video gehabt, lustigerweise, deswegen kann man das ja ganz gut vergleichen. Habe jetzt übrigens fertig gegessen, endlich. Kurz was trinken. So. Jetzt bin ich wieder da. Der Grund, warum Commander Krieger einfach auch abgestürzt ist, ist halt die Tatsache, dass der auf der einen Seite, er ist einfach überhaupt nicht unterhaltend so. Das Ding ist, er war halt, muss man so sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er war halt einfach da. Oder der macht ja schon, ich weiß gar nicht, wann er seinen Kanal erstellt hat. Das war einer der ersten YouTuber irgendwie, auch einer der ersten, die groß sind so. Und viele Leute haben ihn auch einfach abonniert, weil es halt nicht so diese riesen Auswahl gab. So, du hattest keine 10.000 YouTuber, die du abonnieren konntest, sondern du hattest halt so deine Auswahl von so, ja, damals wahrscheinlich so 30, 40 Leuten so, ne? Wie viele haben da gezockt? 3 Stück oder so? Ja, und Commander Krieger war halt der Größte. Ist klar, dass viele halt bei ihm kleben geblieben sind. Mit der Zeit, wo YouTube allerdings gewachsen ist, hat man aber deutlich gemerkt, dass er mit seinem Content einfach mega langweilig ist so. Ich meine, er sitzt gegen Commander Krieger, aber er ist halt einfach zum Einschlafen, ne? Das könnte halt Just Neros Vater sein im Grunde. 2010 hat er übrigens angefangen. Und haut ihr halt, also jetzt haut er nicht mehr so aktiv Videos raus, aber wenn ihr euch so die Hangouts und so weiter von ihm anguckt, also das ist halt zum Einschlafen so, ne? Und da, keine Ahnung, das ist klar, dass es da nicht mehr läuft. Plus, was man auch sagen muss, er hat sich nie weiterentwickelt. So, wie viele Leute gibt es, die heutzutage noch Videos machen, die so komplett ungeschnitten einfach nur irgendwie so Commentary machen? Ich weiß nicht, ob es Haptik tut, keine Ahnung. So, aber wenn, dann ist Haptik vielleicht wenigstens noch irgendwo spannend, hat eine coole Persönlichkeit oder so. Und Commander Krieger ist halt wirklich zum Einschlafen, muss man einfach sagen, es ist zum Einschlafen. So, und er hat sich halt nie weiterentwickelt. Er blieb halt so, wie er ist. Ist halt genau die gleiche Person wie vor 5 Jahren und klar wird das dann irgendwann langweilig, so gar keine Frage, ne, und dann stürzt man halt einfach ab. Also ich fand jetzt den Part von Commander Krieger viel zu kurz, um ehrlich zu sein, also da hätte man viel mehr drüber sagen können. Der hat ja auch mal so eine komische Aktion gebracht, irgendwie I Love Cookies hat irgendwie während der Gamescom so Fastpässe oder sowas verteilt und Commander Krieger hat das direkt gepetzt und so, wo ich auch so denke, Junge, bist du 12 oder was? Mein Gott, ey. Glaubst du, deine Videos haben ihm extrem geschadet? Ich glaube, dem kann man nicht mehr schaden. So, ich glaube, einmal abgestürzt, immer abgestürzt, so, der ist weg. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus.